Du musst in jedem Ort immer berechnen und schauen. Es gibt viele Apps und viele Listen im Internet. Man sollte keine Melacha machen. Also Melacha in Sinne alles, also große Tätigkeiten, nähen, bauen und so weiter und so fort. Und auch geschäftlich. Man sollte geschäftlich keine Melacha machen. Man sollte keine Geschäfte machen. Ja, deswegen in großen Gemeinden ist ab dieser Zeit sind alle jüdischen Geschäfte zu. Obwohl Schabbos noch nicht angefangen ist, es gibt eine Halacha, es gibt ein Gesetz, dass man ab dieser Zeit alle Tätigkeiten, die mit Schabbat nichts zu tun haben, sollte man diese Tätigkeiten unterlassen. Das hat wiederum mit Kovat Schabbos zu tun und mit Vorbereitung für Schabbos. Chazal und der Weisen haben Sorgen gemacht, dass wenn man bis letzte Minute arbeiten wird, dann kommt man nach Hause und nichts ist vorbereitet. Ja? Man muss Zeit planen und vorbereiten, nämlich ja nicht nur Essen, das kann die Frau machen, dann könnte man der Ehemann arbeiten. Aber geht ja nicht nur um das Essen, man muss sich anziehen, man muss sich baden, man muss sich vorbereiten und so weiter und so fort. Deswegen sollte man idealerweise ab dieser Zeit keine Melacha machen. Das ist natürlich nicht für alle und nicht immer möglich. Wenn man angestellt ist, dann ist es nicht immer möglich. Ja, dann sollte man das am besten irgendwie im Voraus planen, irgendwie besprechen mit seinem Arbeitgeber, je nachdem, ob es möglich ist, am Freitag ein bisschen früher nach Hause zu gehen. Natürlich ist es besonders in Deutschland im Winter ein großes Thema, weil im Winter fängt Schabbat schon um 3:30 Uhr, um 15:30 Uhr nachmittags. Ja, und dann noch ein paar halbe Stunden davor, das wäre schon. Irgendwann ab 1 sollte man schon zu Hause sein. Ja? Das wäre natürlich toll, wenn man das schafft. Wenn man das aber nicht schafft, dann sollte man alle Vorbereitungen des Schabbats schon am Donnerstag machen. Paar, dann müssen sie sich selbst besprechen, wer was macht, wer was übernimmt. Ja? Also in sogenannte Shasat-Chak, in einer schwierigen Situation natürlich. Muss man jetzt seinen Job nicht opfern und sagen, ich arbeite jetzt ab dieser Zeit nicht, weil das kein Verbot in dem Sinne, dass man am Schabbos arbeitet. Natürlich darf man und ab dem Sonnenuntergang am Freitag gar keine Arbeit machen und muss zu Hause sein. Das war's, das Schluss. Damit ist Schluss. Wir reden jetzt ein paar Stunden davor, die Chazal, die unsere Weisen uns für Vorbereitungen reserviert haben. Ja, die haben gesagt, besser in dieser Zeit nicht zu arbeiten. Selbst wenn man viel Geld dann verdient, dann gewinnt man nicht mehr, weil man irgendwo anders dieses Geld verlieren wird. So haben die gesagt. Ja? Solange es geht, sollte man es versuchen. Es ist aber kein Verbot im Sinne, dass es Chilul Shabbos ist. Deswegen es ist alles von einer Situation abhängig. Man muss immer mit einem Rabbi beraten, was und wie, welche Optionen dann möglich wären. Ja? Jetzt zur Vorbereitung von Shabbos zählt auch, dass man seine Haare und seine Nägel schneiden muss. Ja, man muss sich baden, man muss seine Haare schneiden, falls nötig, also falls die Haare lang sind, und man muss seine Nägel schneiden. Ja, jetzt baden, heutzutage ist auch ein bisschen einfacher als damals, also in Zeiten von Talmud und Schulchan Aruch. Man muss sich mit heißem Wasser baden, auch Haare waschen mit Shampoo. Ja, und den ganzen Körper so mit Seife, mit Duschgel baden und das auch Likvot Shabbos. Deswegen steht in Halacha, dass man das Lichatchila bevorzuglich nach Hatzos machen sollte, also nach Mittag, damit es erkennbar wird, dass man das für Shabbos macht. Natürlich ist es nur da, nur dann sollte man das machen, wenn man das schafft. Wenn man weiß, dass man das ab Hatzos für irgendwelche Gründe nicht schaffen wird, dann kann man sich schon am Montag baden. Nun, wenn man das am Freitag gar nicht schaffen will, dann Donnerstagabend ist auch gut. Solange man im Sinne hat, ich mache das für Kovat Shabbos, ich mache das, ich bereite mich jetzt schon für Shabbos vor. Also heiße Dusche, beziehungsweise eine Wanne, Haare waschen, Nagel schneiden und sich rasieren, beziehungsweise Haare schneiden, wenn nötig ist und wenn es in dieser Jahreszeit ist, wenn man Minach hat, das zu machen. Zum Beispiel jetzt schneiden wir keine Haare in der Zeit von der Omer, aber sonst sollte man das für Kovat Shabbos machen. Jetzt, was Nägeln angeht, haben wahrscheinlich viele von euch gehört, es gibt verschiedene Bräuche, wie und was man mit Nägeln machen darf. Also mit Nägeln selbst sollte man sollte sich ein bisschen entsorgen in Müll oder einfach spülen in Toilette oder in
in der Spüle. Ja, wie man Nadeln schneidet, es gibt verschiedene Bräuche. Es gibt manche, die sagen, also in Halacha ist dieser Brauch auf jeden Fall gebracht, dass man am selben Tag keine Nägel auf Hände und auf Füße schneiden soll. Das muss an zwei verschiedenen Tagen gemacht werden. Es gibt verschiedene Bräuche, in welcher Ordnung man Nägel schneidet. Jemand, die das folgt, ist sehr gut, dann muss ich nicht mehr erklären, wie das gemacht wird. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn man das nicht weiß. Jemand, der das nicht macht, es ist auch nicht so drastisch, nicht so schlimm. Es gibt genug Postgame, die sagen, das alles ist nicht so wichtig. Es gibt ganz viele große Rabbiner, die das alles gemacht haben am selben Tag, beziehungsweise ohne irgendwelche besondere Ordnung seine Nägel haben sie einfach so geschieden. Deswegen, wenn man das macht, gut. Wenn man das nicht macht und keine Ahnung davon hat, ist es nicht schlimm. Wenn man das machen möchte, dann sollte man lesen, wie man das richtig macht. Jetzt werde ich jetzt nicht erklären, weil es ein bisschen kompliziert ist, die Ordnung, wie und was. Okay? Das, was jetzt Baden, Haare schneiden und Nagelschneiden angeht. Okay, weiter. Nächste Sache, die ich besprechen wollte, war einen Augenblick, Daenerys, ja? Schabbeskerzen. Wer, wie und wann das alles machen soll, ja? Das ist eine besondere Mitzwa. Wiederum wird in Talmud mehrmals erwähnt und das Chus, Gemara in Masechet Shabbos sagt das, wenn man besonders makpid, besonders vorsichtig mit dieser Mitzvah umgeht, dann bekommt man die Sonne, die Talmidei Chachomim, die Sonne, die in der Tore gelehrten werden, die Tzadikim werden und so weiter und so fort. Also schon ein ganz besonderer Mitzvah, ja, die Chazal, die unsere Weisen angeführt haben, ja. Der Sinn hinter dieser Mitzwa ist, das, was Gemara mehrmals sagt, ist Sholom Bayis. Also Sholom Bayis in diesem Sinne ist nichts, was man normalerweise unter Sholom Bayis versteht. Und zwar Beziehungen zwischen Mann und Frau, dass da alles richtig laufen soll. Das ist auch Sholom Bayis. Aber in dem Sinne von bezüglich Schabbosketten, Sholom Bayis bedeutet einfach normale, friedliche Atmosphäre zu Hause. Ja? Und das ist nur da möglich, wenn man genug beleuchten kann. Heutzutage klingt es für uns wahrscheinlich so ein bisschen komisch, wer hat schon kein Licht zu Hause, aber wir müssen verstehen, dass die Realität damals ein bisschen anders war. Nicht alle könnten sich Licht in jedem Zimmer lassen. Es war nicht immer der Fall, dass man überall Licht hatte und so weiter und so fort, besonders Leute, die nicht so reich waren. Deswegen haben unsere Weisen diese Mitzwa eingeführt. Ja, und das, was wir auch machen. Und die haben gesagt, wenn man kein genug Beleuchtung, kein genug Licht zu Hause hat, es führt dazu, dass Leute ein bisschen böse werden, die werden einander anschreien, die werden sich umknicken, runterfallen. Und das ganze Atmosphäre wird also nicht so friedlich sein. Das ist, was in dieser Halacha mit Sholom Bayis gemeint. Also Sholom Bayis, friedliche Atmosphäre. Und dafür braucht man gutes Essen und gute Beleuchtung, damit man sieht und genießen kann, sehen kann und genießen kann, was man isst und mit anderen Leuten normal kommunizieren kann. Ja? Das ist eine von Takonas Chazal, eine von einem Mitzvot der Rabbanan. Deswegen sagt man darauf eine Bracha. Ja, das ist nicht einfach gute Sache zu machen, so wie Nagel schneiden. Ja? Das ist eine besondere Mitzvot, auf welche man auch Bracha sagen soll. Ja, Meikradin, also laut der Buchstabe des Gesetzes, ist es genug, nur eine Kerze zu zünden. Ja, eine Kerze, wenn man zündet eine Kerze in dem Zimmer, wo man isst, auf dem Tisch, wo man isst, und man hat jetzt ein Licht, eine Lichtquelle, es ist genug und man kann darauf auch eine Bracha sagen. Weit verbreiteter Brauch, dass man mindestens zwei Kerzen zündet. Ja, Shomor Bezachor, ja, dass eine Entspiegelung, dass man erinnert sich auf den Posuk Shomor V'Zachor, das Schabbos muss man hüten und praktizieren. Ja? Deswegen macht man zwei. Es gibt brauchen bei vielen Familien, dass für jedes neugeborenes Kind zünden die Frauen noch eine Kerze. Also wenn man ein Kind zu Hause hat, dann zünden man drei. Also zwei hatte sie schon und noch ein für jedes Kind. Es ist kein Muss, hat mit Brauch zu tun. Allerdings, wenn man das schon angefangen hat, wenn man drei Kerzen anzündet, dann darf man nicht weniger anzünden.
Ja? Man muss jetzt nicht mit jedem weiteren Kind eine zufügen. Also wenn man 5 Kinder hat und hat 7 Kinder, und jetzt hat man das 6. Kind, man hat sich überlegt, wir können, also je nach dem Land oder je nach der Situation, man kann das nicht mehr leisten, noch eine Kette extra jede Schraube zu kaufen. Ja, und dann hat man schon, also wir machen immer noch nur 7. Das geht. Aber weniger als 7 darf man nicht mehr machen. Ja, genau das Gleiche gilt auch für Qualität von Kerzen. Also man sollte am besten mit Olivenöl zünden, ja, obwohl alle Kerzen und alle Öle, die gut brennen, ganz koscher dafür sind. Ja. Und man sollte auch Kerzen nehmen, die länger brennen. Also wenn man einen Brauch hat, zum Beispiel Olivenöl zu zünden, beziehungsweise man hat einen Brauch, große Kerzen zu benutzen, man darf jetzt nicht zurückgehen und sagen, okay, ich zünde jetzt kleine Teekerzen. Nein, wenn man etwas auf sich aufgenommen hat, wir haben hier riesige Probleme mit der Technik heute. Also ich weiß nicht, was da alles los ist, aber das ist ein bisschen verwirrend, was da im Hintergrund geht. Ja, man sollte nicht weniger machen, als man sonst gemacht hat. Jetzt, sehr wichtig, alle diese Minhagim, wie viele Kerzen, wie lang sind Kerzen, 5 oder 15, da, die gelten alle nur zu Hause. Ja? Wenn man zu Besuch ist, dann ist der Brauch, dass die Frau ganz einfach 2 Kerzen zündet. Also, wenn man bei jemandem zu Besuch ist, ist es keine gute Idee, dass man kommt und sagt, ich habe einen Brauch, 500 Kerzen zu zünden, bitte geben Sie mir Platz für 500 Kerzen. Nein, man zündet nur 2. Unabhängig davon, wie viel man zu Hause macht. Ja? Das ist auch gut zu wissen. Ja? Es gibt eine interessante Halacha, eine Frau, die vergessen hat, Schabbeskerzen zu zünden, die sollte ab nächste Woche, ab nächsten Schabbes, eine mehr zünden. Also wenn sie immer 2 hatte und dann hat sie vergessen und nicht gezündet, dann zünden sie ab jetzt 3. Und wenn das nochmal passierte, dann sollte sie 4 zünden und so weiter und so fort. Das gilt so wie eine Art von Strafe, damit sie nächstes Mal besser aufpasst. Ja? Das gilt allerdings nur, wenn sie das vergessen hat, aus Verlässlichkeit oder da, wo sie das machen könnte, aber aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht hat. Wenn das aber ein Onus war, das bedeutet, sie konnte das nicht machen. Sie hatte keine Möglichkeit. Sie war unter Umständen, wenn das unmöglich war, sie war mit kleinen Kindern beschäftigt. Und sie hatte wirklich keine Zeit. Oder sie war, keine Ahnung, die Kerzen waren ja alle. Es gab keine Kerzen zu Hause und das hat nicht gezündet. Ja, allerdings in dieser letzten Situation, wenn man keine Kerzen hat, es ist immer noch möglich, die mit zwei von Schabbeskerzen mit elektrischem Licht zu erfüllen. Nach ganz vielen Meinungen ist elektrisches Licht auch gut für Kerzenzünden, weil die ganze mit zwei war nur für Hausbeleuchten, damit es genug Lichten zu Hause gibt, damit es hell ist, damit man sieht, was man isst und so weiter und so fort. Deswegen erfüllt man damit auch die mit zwei Schabbeskerzen zu zünden. Jetzt, da es aber umstritten ist, nicht alle sind damit anverstanden, deswegen sollte es am besten eine Lampe sein, eine elektrische Quelle sein, also heutzutage ist es ein bisschen schwieriger zu finden, das muss eine Lichtquelle sein, die mit Hitze zu tun hat. Also ganz altmodische elektrischen Lampen haben diese Kriterien erfüllt. Da hat man diese Lichtelemente einfach, der sozusagen gebrannt hat. Ja, und mit dieser Lampe könnte man fast nach allen Meinungen diese mit zwei erfüllen und sogar Broche darauf legen. Heutzutage haben wir verschiedene LEDs, verschiedene Sparlampen, die nicht wirklich heiß werden. Ja, und halachisch gesehen gilt das nicht als Feuer. Die brennen nicht, also in dem Sinne von Feuer. Und nach manchen Meinungen ist es nicht gut, obwohl die ganz viel und ganz gut Licht geben. Ja, die sagen diese Meinung, dass die Mitzwa von Meirus hat mit Feuer zu tun. Das muss eine Quelle von Feuerquelle sein. Deswegen, also diese in moderner Zeit, heutzutage ist ein bisschen nicht so leicht, dafür geeignete elektrische Lichtquelle zu finden, wo man auch eine Bracha darauf sagen könnte, also je nach dem Lichtquelle. Natürlich muss man, in jedem Fall muss man sich mit seinem Rabbiner beraten. Also es ist immer gut,
zu Hause Kerzen zu haben. Ja, zu dieser Frage sind wir gekommen, da wir über eine Frau gesprochen haben, die keine Kerze gezündet hat. Da gibt es eine Halacha, dass eine, ab jetzt eine zusätzliche Kerze immer machen soll. Aber wenn sie eine Situation von Onus, von Force Major, von da wo sie keine Auswahl hat, das war kurz gesagt, das war nicht ihr Schuld, ja, dann gilt das nicht, weil die ganze Halacha von Ex-Kerze ist eine Strafe. Strafe gilt nur da, wo es als dass die ganze Situation ihr Schuld war. Wenn sie nicht schuldig war, dann muss sie auch nicht mehr als sonst zum. Ja? Und deswegen bin ich zu dieser Idee von elektrischem Licht auch gekommen. Dass, selbst wenn sie keine Kerzen hat, kann sie auch elektrische Licht zünden. Ja? Die Mitzwa von Hadlokas Neres gilt nicht nur für Frauen. Die Mitzwa ist für alle, auch für Männer. Ja? Aber die Frauen haben Vorrecht. Die haben Anspruch auf diese Mitzvah. Und selbst wenn ein Mann kommt und sagt, heute will ich Kerzen zünden, will ich darauf Bracha sagen, die Frau kann sagen, ich lasse das nicht zu, ich bin nicht einverstanden. Ja? Die Weisen, die Halacha gibt Anspruch, gibt diese Vorrecht auf diese Mitzvah mit Bracha zur Ehefrau. Ja? Das ist ganz besonders Mitzvah für Frauen. Wenn man alleine wohnt, beziehungsweise die Frau kann aus irgendwelchen Gründen keine Kerzen anzünden, natürlich muss dann der Mann anzünden und ganz normal mit Bracha darauf die Bracha sagen. Es gibt einen Brauch, also je nach dem Brauch, aber dieser Brauch gibt schon, dass zu Hause alle Mädchen, die ab in der Alter von Bas Mitzwe sind, also ab 12 Jahren, zünden zwei Kerzen mit der Mama zu Hause, mit der Mama zusammen. Wenn man das macht, dann sollte man versuchen, dass die das nicht alle zusammenzünden, weil es ist angeblich schon in Shulchan Aruch und in den früheren Kommentatoren umstritten, ja, ob viele Frauen an einem Ort Kerzen zünden dürfen und darauf auch Brocha sagen. Weil wenn die ganze Sinn von Mitzvah von Hadlokas Neres Licht zu haben, wenn man da schon Licht hat, was gewinnt man jetzt noch vor ein paar Kerzen? Ja, Shulchan Aruch ist ein bisschen streng damit und er sagt, wenn es schon genug Licht gibt, also ein, zwei Frauen haben im Zimmer ihr Kerzen gezündet, dann darf dritte Frau darauf keine Bracha sagen. Aschkenazim sind ein bisschen locker damit, ja, laut aschkenazischem Brauch, egal wie viele Frauen in einem Zimmer Neres gezündet haben, dürfen mehrere Frauen noch mehr zünden und darauf Bracha sagen, weil die Begründung ist, je mehr Kerzen man hat, desto nicht nur Licht, die Kovat Shabbos, die ganze Atmosphäre ist von Kerzen ein bisschen, wird ein bisschen respektvoller. Ja, es ist heutzutage besonders aktuell, weil wir heutzutage eigentlich gar keine Kerzen überhaupt brauchen. Weil wir haben elektrisches Licht und es ist genug hell in dem Zimmer, dass man überhaupt keine Kerze überhaupt braucht. Trotzdem gibt es immer noch diese Mitzvah, diese Takana, diese das Gesetz, das unsere Weisen angeführt haben, und wir zünden Kerzen. Also immer noch, wenn mit mehreren Frauen zu Hause zünden, sollen sie das versuchen, an verschiedenen Orten zu machen, ja, um alle Meinungen Jöjze zu sein, um alle Meinungen in Betracht zu nehmen. Aber das ist nicht so dramatisch, wenn die alle zusammen machen. Das ist normalerweise der Fall. Es gibt einen Platz, wo man für alle Kerzen gibt und da sind alle, auch aus Sicherheitsgründen, wenn man in der ganzen Wohnung überall Kerzen hat, dann ist es mit kleinen Kindern, es ist nicht immer so sicher. Deswegen, wenn es möglich ist, gut. Wenn es nicht möglich ist, es ist nicht so dramatisch. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja. Ich habe schon gehört, dass die Frauen das ja nicht nur tun, also dass man das nicht nur tut wegen dem Licht, sondern dass man das, was Chava gemacht hat, dieses durch die Sünde das Licht zu verringern, dass man mit diesem Zünden der Kerzen das Licht wieder bringt in die Welt. Das ist richtig. Das ist allerdings die Begründung, warum Frauen das machen sollten. Das ist nicht die Begründung von dem Mitzvah, von dem Konzept von Schabbos-Kerzen selbst, sondern die Begründung, warum Frauen hier bevorzugt werden, obwohl alle diese Pflicht haben. Warum in diesem Mitzvah, zum Beispiel bei Chanukka, zünden Männer, ja, obwohl alle Pflicht haben, dann zünden der Mann für alle. Hier zünden die Frau für alle. Dann eine von den Begründungen ist genauso, wie Sie jetzt erklärt haben, das hat mit Chava zu tun. Okay, weiter. Was sagen wir jetzt? Die Zeit,
Wann sollte man Kirchen zünden? Also es hat mit dem Brauch der Stadt zu tun. Normalerweise ist es 18 bis 20 Minuten vor dem Sonnenuntergang. Manche Städte wie Jerusalem ist 40 Minuten, in Berlin, in unserer Gemeinde ist es 30 Minuten, hat alles mit dem Brauch zu tun. Mindestens sollte man 18 Minuten vor dem Sonnenuntergang haben, wenn es möglich ist. Wenn die Frau das vergessen hat und nicht geschafft hat, dann würde ich sagen, bis 2-3 Minuten bis vor dem Sonnenuntergang ist immer noch möglich, weil Schabbos hat noch nicht angefangen. Ja? Man sollte das Lichatil, man sollte es versuchen, 20 Minuten davor machen, 18 Minuten davor machen. Oder wenn der Brauch in der Stadt ist, 30 Minuten, dann 30 Minuten. Wenn die Frau das aber nicht geschafft hat, dann bis 2-3 Minuten vor dem Sonnenuntergang ist es immer noch erlaubt. Jetzt. Man kann die Kerzen auch früher zünden. Es gibt diese Zeit von Plaga Mincha, die man in verschiedenen Tabellen in den Collection-Seiten sieht. Ja, man kann Schabbos früh anfangen, man kann Schabbos früh bringen. Zum Beispiel, sagen wir so, Sonnenuntergang ist um 6, dann sollte die Frau das am besten 20 vor 6 schon anzünden. Sie kann das, wenn die halachische Zeiten lassen, also wenn Plaga Mincha, sagen wir, um 4.30 Uhr ist, sie kann Schabbos dann schon um 4.30 Uhr anfangen und dann auch Kettenzungen darauf Bracha sagen. Aber allerdings, vor dieser Zeit von Plaga Mincha, darf sie keine Ketten zünden, darf darauf keine Bracha sagen. Und selbst wenn sie das gemacht hat, das gilt alles nicht. Sie muss die Ketten auslöschen und nochmal mit Bracha später zünden. Also es gibt diesen Punkt, dieser Zeitpunkt am Freitag, der Plaga Mincha heißt. Ja, und das endet sich mit der Jahreszeit und mit dem geografischen Ort. Ja, man muss das immer beachten. Ab welcher Zeit ist es zulässig, frühestens Schabbos Kerzen zu zünden und Schabbos anfangen. Ja? Aber früher darf man nicht. Man sollte auch ganz spät nicht machen. Und diese 2-3 Minuten, die ich gesagt habe, das ist so ausnahmsweise in einem Notfall. Man sollte das aber nicht so planen, dass ich habe noch Zeit. Ja? Wenn die Zeit schon vorbei ist, die Zeit ist schon vorbei, die Frau realisiert, sie hat das leider nie geschafft. Es ist schon Sonnenuntergang, beziehungsweise 30 Sekunden oder eine Minute vor Sonnenuntergang, so steht auf der Tabelle mit der halachischen Zeit. Ja? Plus minus eine Minute hat man immer diese Gefahr, obwohl da 35 steht, jetzt erst 34, sollte sie es am besten nicht machen. Sie sollte diese Mitzwa gar nicht mehr erfüllen. Ja? Selbst wenn man gar kein Licht zu Hause hat, sollte man das nicht mehr machen. Allerdings in dieser Zeit von Sonnenuntergang bis Sternenaufgang darf man ein Nicht-Jude, nicht-jüdischen Nachbarn oder nicht-jüdischen Freunden bitten, Licht zu zünden. Ja, darauf sagt man natürlich keine Bracha. Das ist nicht mit so im Sinne von Hadlokas Neros, die Schabbos-Kerzen zu zünden, sondern Licht für Schabbos zu Hause zu haben. Deswegen in dieser Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sterneaufgang, also je nach Jahreszeit, das kann bis von 20, 30 Minuten bis eine Stunde dauern im Sommer jetzt, dann darf man auch nicht Jude bitten, überall Licht zu zünden. Ja, und dann muss man auch nicht minimisieren, nur hier oder man kann überall zünden, wo man normalerweise anzündet. Weiter. Jetzt, wie lange müssen die Kerzen brennen? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Die Kerzen sollte man während Siude, während Schabbos Mahlzeit haben und davon Genuss bekommen. Ja? Also insbesondere wenn die Frau ganz früh angezündet hat und man isst es später, dann muss sie darauf achten, dass die Kerzen lang genug brennen. 2, 3, 4 Stunden. Normalerweise brennt sogar eine kleine Teekerze 3,5 bis 4 Stunden. Also ist normalerweise genug, wenn sie das in richtige Zeit zündet, dann kommt dann eine Stunde danach, eineinhalb Stunden danach, kommt der Mann aus der Synagoge, dann essen sie zusammen und ist alles gut. Ja? Mindestens müssen die Kerzen bis Kiddush und Chamoize brennen. Das ist aber wirklich mindestens, das ist wirklich, wirklich minimale Zeit. Ja? Wenn man nach Hause kommt, Kiddush zu machen und Chamoize zu machen, mit dem Mahlzeit angefangen und die Kerzen sind schon aus, dann hat man die Mitzwa nicht wirklich erfüllt, weil der Iker-Mitzvah, der Hauptteil von der Mitzvah ist es,
dass man Licht bei der Mahlzeit hat. Deswegen ist es, man muss darauf achten, dass die Kerzen lang genug brennen. Jetzt, es ist auch ein interessantes Thema, wann fängt Schabbat an? Ja? Und wir wissen, dass bei Frauen fängt Schabbat an mit den Kerzen zu. Also man zündet die Kerzen. Es ist Katastrophe heute mit dem Qualität, aber sorry. Ja. Wenn die Frau eine Schabbatskerze angezündet hat, dann hat bei dieser Frau Schabbat begonnen, unabhängig davon, was für Zeit es ist, unabhängig davon, was alle anderen diese Frau machen. Ja? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man normalerweise Schabbat anfängt. Es ist entweder mit der Zeit, also es kommt Zeit, Sonnenuntergang, dann fängt Schabbat für alle an. Jetzt, es gibt, Plagamin hat man jetzt im Hintergrund. Ja? Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn Sonnenuntergang so spät ist, ja, Sonnenuntergang ist sehr spät, 9:30 Uhr, und wenn man jetzt es mit Sonnenuntergang alles einfach anfangen würde, dann würde man nach Hause kommen erst um 10:30 Uhr und die kleinen Kinder schlafen schon. Es ist ein bisschen ungünstig, Schabbat so spät anzufangen. Deswegen, was machen wir? Also in Europa, wir fangen Schabbat früher an. Am frühen Punkt, ab Plagamincha eben. Ja, ab diesem frühesten Punkt. Ja? Und das auch jetzt nicht so früh. Ja, es wird jetzt im Juni noch schlimmer. Es ist jetzt ungefähr so halb acht in Berlin und wird noch spät. Und das ist die früheste. Früher darf man gar nichts machen. Gar keinen Schabbat. Jetzt, wann fängt dann Schabbat für alle an? Ja? Dann fängt Schabbat wieder. Für diese Frau entweder ab dem Zeitpunkt, als sie die Kerzen angezündet hat, beziehungsweise, und das ist sehr wichtig zu beachten, ab dem Zeitpunkt, wenn die Gemeinde Schabbat angefangen hat. Und mit der Gemeinde Schabbat angefangen hat, wird gemeint, dass in der Synagoge wird der letzte Absatz von Lichadoide gesagt. Bei dem letzten Absatz, wenn die alle an der Richtung schauen und sagen, Boi Kala, man fängt damit offiziell den Schabbat an. Und dann hat Schabbat für alle, die da sind, angefangen. Und wenn das die Hauptsynagoge von der Stadt ist, also die meisten Leute, die Schabbat anfangen, haben damit Schabbat angefangen, dann sind alle, die auch zu Hause sind, für alle diese Leute, die zu Hause sind, gar nicht in die Synagoge gekommen sind, ist auch Schabbat bindlich angefangen. Das bedeutet, wenn diese Frau jetzt diese Zeit verpasst hat, sie schaut auf die Uhr, Plaga Mincha, 7:30 Uhr. Schkia, Sonnenuntergang, keine Ahnung, 9:30 Uhr erst. Ich habe genug Zeit. Aber in Synagoge wird um 7:45 Uhr schon Lichadoide gesagt und damit ist der Schabbat in dieser Stadt angefangen, dann darf sie keine Kerzen mehr ziehen. Für sie ist auch Schabbat zwingend angefangen, weil die Gemeinde hat Schabbat für alle akzeptiert, für alle Mitglieder. Es gibt so eine Halacha in Shulchan Aruch. Jetzt, man muss das aber wissen, dass es nicht in alle Plätze, in alle Städte in Deutschland funktioniert, weil das hat mit einer Gemeinde zu tun. Und mit Gemeinde wird mindestens 10 Leute, die Schömer Schabbos sind gemeint. Also, wenn man in einer kleinen Stadt wohnt, wo gar kein Minyan gibt, selbst wenn man da Kabbalat Schabbat in Synagoge macht, aber alle religiösen Leute ist ein Rabbiner und noch zwei Leute, das ist nicht bindlich ist für alle anderen. Ja, das funktioniert nur dann, wenn man eine richtige Gemeinde hat. Selbst wenn man eine Gemeinde hat, es gibt in der Gemeinde sehr oft verschiedene Minyanim, verschiedene Synagogen. Ja, nach welcher Synagoge geht man? Ja, die Regel ist einfach, man geht entweder nach der Mehrheit oder nach der Synagoge, wo man selbst da ist. Also, ja, und die Frauen, dasselbe funktioniert auch für Frauen, die zu Hause sind. Man geht entweder nach der Mehrheit von Juden in der Stadt, wo die gedauern, welche Zeit sie Schabbos anfangen. Ja? Oder man geht nach der Synagoge, wo man selbst dauern. Mit anderen Worten, in der Hauptsynagoge von, was weiß ich, Wien, fängt man im Sommer Schabbat 7:30 Uhr. Ich gehe aber um 8:30 Uhr dauern. Meine Mincha, mein Kabbal Schabbos ist erst um 8:30 Uhr. Dann fängt für mich Schabbat bis 8:30 Uhr nicht. Wenn ich zu dieser späten Synagoge nicht gehe und einfach zu Hause bleibe, dann fängt für mich immer noch Schabbat um 7:30 Uhr. Die Gemeinde, die meisten, die von der Gemeinde haben,
Schabbat um 7.30 Uhr angemacht. Ist ein bisschen kompliziert, ist aber so. Und man muss das auch beachten. In Berlin zum Beispiel schreiben die immer im Sommer, weil im Sommer ist es besonders, besonders wichtig. Im Winter gibt es diesen Fall nicht. Im Winter fangen alle Schabbat so spät wie möglich an, weil es nicht genug Zeit gibt sonst. Ja? Aber im Sommer, wenn wir früh anfangen, gibt es diese kurze Zeit, ab Plaga Mincha bis die Zeit, wo man in der Synagoge Lechadoide gesagt wird, in dieser Zeitfenster darf die Frau zu Hause Kerzen anziehen. Später oder früher, es ist nicht gut. Früher gilt gar nicht, es ist noch zu früh für Schabbos anzufangen. Später ist Schabbos schon angefangen für die ganze Kirche, für die ganze Gemeinde. Deswegen muss die Frau immer so ein bisschen vorsichtig sein und schauen, was da in der Synagoge passiert. Also in unserer Gemeinde schreibt man immer dieses Zeitfenster. Ja? Es ist umstritten, ob eine Frau Kerzen zünden darf und eine Bedingung machen und sagen, ich zünde jetzt zwar die Kerzen an, ich fange aber damit Schabbos nicht. Ich will Schabbos erst später anfangen. Es ist umstritten, ob das gilt. Ja, das wird natürlich nur dann gelten, wenn die Gemeinde noch nicht angefangen mit Schabbos hat. Ja, die fangen erst später an. Sie will aber zu Hause früher anfangen, sagen wir, Sie ist irgendwo angelangt. Ja? Sie will zu Hause zünden, dann mit Taxi da fahren, wo sie ihre Mahlzeit haben wird. Ja, aber will unbedingt zu Hause zünden. Ja? Dann als Ausnahmefall, wenn es nicht anders geht, dann angeblich sollte sie da zünden, wo sie ist. Da ankommen und da ganz normal zünden. Und damit auch Schabbos anfangen. Wenn es keine andere Lösung ist, darf sie anzünden. Sie muss dann im Sinne haben, am besten auch ausdrücklich sagen, dass ich fange damit keinen Schabbat an, ich fange es danach. Ja? Es hilft nicht, wenn sie sagt, ich will danach noch ein bisschen kochen. Nein, sie muss ganz ausdrücklich sagen, die ganze Halachot, die ganze Gesetze von Schabbat fängen für mich noch nicht an, die fangen erst später an. Ja? Wenn sie nur eine Ausnahme sagt und sagt, ich fange zwar Schabbat an, aber ich darf immer noch kochen. Das gibt es nicht. Sie muss den ganzen Schabbat nicht annehmen und das ausdrücklich sagen. In einem Ausnahmefall, wenn es keine andere Lösung gilt, wäre es erlaubt, sonst sollte eine Frau das nicht machen. Ja? Jetzt. Ein Mann, der die Kerzen anzündet, ja, er fängt damit gar keinen Schabbat an. Er kann Kerzen anzünden, damit Brocha sagen, dann immer noch Mincha davon. Er kann immer noch mit Auto fahren zur Synagoge, halt alles machen, was er will, weil der Brauch ist, dass bei Männern fängt man mit Schabbat in die Synagoge an. Ja? Deswegen ist dieser Unterschied. Wenn er aber will, unbedingt damit Schabbat anfangen, kann er auch. Dann muss er das ausdrücklich sagen. Jeder, der Schabbat früh angefangen hat, sagen wir mit Kerzenzünden einfach so ausdrücklich gesagt, ich fange Schabbat an, aber alle anderen zu Hause haben das noch nie gemacht. Es ist im Winter sehr oft. Ja? Im Winter geht man, also jetzt wird Mincha, sagen wir 7.30 Uhr, die Frau zündet schon um 7 Uhr Kerzen zu Hause, ja, und dann plötzlich erinnert sich die Frau, dass sie das nicht gemacht hat, Licht vergessen, Schabbosplatte vergessen anzünden. Was macht sie dann? Ja, es ist gar kein Problem für diese Frau, jemanden anderen zu bieten, der Schabbat noch nicht angefangen hat. Ja, der Ehemann, Kinder, die den Schabbat noch nicht angefangen haben, können alles machen, die haben noch nicht angefangen. Ja, wir reden natürlich in dem Fall, wenn Gemeinde noch nicht Schabbat angefangen hat. Wenn Gemeinde Schabbat angefangen hat, dann geht das für alle. Aber es ist sehr oft der Fall, dass noch nicht. Ja, im Winter frühen zünden Frauen normalerweise früher als die Männer zur Synagoge gehen. Deswegen können sie ihre Männer darum bitten, alles Mögliche zu machen. Wenn das aber schon zu spät ist, dann darf man bis Sternenaufgang nur einen Goy bitten, irgendwas zu machen. Ja, es ist sehr wichtig, die Frau, die jeden Tag Mincha davon, also Nachmittaggebet, sie muss Nachmittaggebet vor den Kerzen zünden machen, davon beten, ja, weil nachdem sie Kerzen angezündet hat, hat sie schon Schabbat angefangen und der Tag ist sozusagen vorbei. Sie kann jetzt nicht Nachmittaggebet von dem Freitag mehr beten, deswegen muss sie das davor tun. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass sie sich schon vorbereitet hat vor dem Kerzenzünden. Sie hat sich angezogen, sie hat geschminkt und alles Mögliche, was sie normalerweise für Schabbat macht, sollte die vor Kerzenzünden machen.
Wenn sie aber kein genug Zeit dafür hat und sie sieht, dass in 5 Minuten Stier, in 5 Minuten Sonnenuntergang, dann muss sie einfach zünden, dann Minka hat sie verpasst, anziehen kann sie nicht immer noch, wenn Shabbat, aber lechatchila, man sollte das alles so planen, dass sie alle vorbereiten, also die mit Kovat Shabbat zu tun haben, anziehen, schminken und Mincha da, man sollte, das, sollte sie davor machen. Ich habe eine Frage. Ja. Was macht man, wenn die Gemeinde sehr früh anfängt, auch früher als diese Zeit ist, wo man anfangen darf? Es ist sehr schwierige Frage. Es ist sehr verbreitet, besonders in Deutschland. Ja, weil in alle Gemeinden sind normalerweise die Gemeindemitglieder sind alte Leute. Leider nicht viele davon sind religiös und die werden jetzt im Sommer zur Synagoge so spät nicht kommen. Selbst bei Plagamincha. Bei Plagamincha jetzt ist 7:30 Uhr. So irgendwo 7:30 Uhr. Letzte Woche war in Berlin, es wird noch spät. Ja, natürlich macht man so, dass man, es ist einfacher, dass man immer um 6 Uhr anfängt. Es besteht aber damit ein großes halakhisches Problem, dass um 6 Uhr im Sommer kann man noch keinen Schabbos anfangen. Ja. Es ist noch keine Zeit für Schabbos, genauso wie man am Donnerstag keinen Schabbos anfangen kann. Also bis um 6 Uhr am Freitag ist noch nicht möglich. Also dann muss man alles so planen, also idealerweise. Ja? Das alles, was da in so einer Synagoge gemacht wird, ist gar nicht bindlich. Ja? Die Damen, die machen Kabbalah Schabbos um 6 Uhr, es ist nicht bindlich für alle anderen Mitglieder. Schabbos fängt damit nicht an. Also wenn die Frau unbedingt zur Synagoge gehen will, dann es hängt davon ab, wo sie essen wird. Wenn sie dann irgendwo in der Synagoge essen wird, dann mit Rabbiner besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht später zu tun, vor der Mahlzeit, ja, nach dem Kabbalat Shabbat und so weiter und so fort. Ja. Wenn sie zu Hause essen wird, dann ist natürlich problematisch, wenn sie um 6 Uhr, sagen wir, oder 5:30 Uhr, das Haus verlässt und erst danach nach Hause kommen wird, wenn es zu spät wird. Ist allerdings in Deutschland im Sommer fast nie der Fall, weil die Sonne geht jetzt erst um 9:30 Uhr, um 9 Uhr runter. Also bis dieser Zeit wird sie sicherlich zu Hause sein. Ja? Und dann das, mit anderen Worten, es ist besser, in richtiger Zeit zu Hause zu zünden, mit Bracha darauf und alles, was man machen soll. Ja? Und nicht zu früh zünden, weil es ist sehr umstritten. Es gibt eine Meinung, die jemand gefunden hat, vielleicht doch. Aber man macht das nicht. Ja. Und darf ich kurz was fragen? Und ja. Wenn man es macht, so wie Sie das vorgesagt haben, dass man sagt, man zündet es zwar früh, aber sagt, es soll erst gelten ab dem Punkt, wo es erlaubt ist. Sehr wichtig, dass Sie das gesagt haben. Das gilt nur, dass man zündet früher und Schabbos später anfängt. Das gilt auch nur, wenn diese frühe Einzündung erst nach Plagamincha gemacht wird. Weil man sagt darauf eine Bracha, man sagt, Ascherke, die Schanu, liegt nicht Schabbos. Wenn das um 6 Uhr im Sommer in Deutschland gemacht wird, das genauso wie man am Mittwoch oder am Donnerstag anzündet. Das ist keine gute Zeit für. Man kann darauf keine Bracha sagen und man will damit auch keine Mitzvah. Wenn man das nach 7:30 Uhr macht, nach Plagamincha, will aber noch mit Taxi zur Synagoge fahren, ja, und es ist umständlich, einfach zu Fuß zu gehen, dann dürfte eine Frau sowas machen, weil es keine andere Lösung für sie gibt. Warum nur im Notfall? Weil es umstritten, ob sie das überhaupt machen darf oder nicht. Deswegen, je nach Situation, in einem Notfall dürfte sie das machen, wenn es zu weit zur Synagoge zu laufen ist. Ja, aber erst nach Plagamincha. Und das ist sehr wichtig. Und da hat, im Chat habe ich angefangen, in den meisten Gemeinden in Deutschland fangen im Sommer das Gebet vor. Ich glaube, das war dieselbe Frage. Darf eine Frau, die zum Gebet geht, die Kerzen davor zünden, weil in der Gemeinde empfangen sie Schabbat und kann danach nicht mehr zünden. Wiederum, man kann Schabbat nicht früher empfangen. Man kann zur Milche gehen, man kann Lechadoi singen und alles, was da gesund ist. Wenn es noch kein Plagamincha ist, ist es alles nichts wert. Ja? Normalerweise gibt es in diesen Synagogen auch keine richtige Minyan, weil nicht viele leider sind schon mehr Schabbat. Also, selbst wenn sie dann schon Marit genommen hat. Aber am besten kein Marit dazu dauern, weil es keine Zeit für Marit. Dann fragt nach Hause. Sie kann immer noch zur Synagoge gehen, alles mitmachen und dann nach Hause kommen und zu Hause Lichter anzünden und alles richtig machen. Wenn sie so gerne in Synagoge hat, dann kann sie gehen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass alles, was da in der Synagoge
gemacht wird, falsch ist. Das ist leider die Realität heutzutage in meisten Gemeinden in Deutschland, dass man sonst gar kein Freitaggebet hat. Also besser so für meisten Leute als gar nicht, als sozusagen Erinnerung an Schabbat. Das verstehen wir alle. Aber die Frau, die jetzt fragt, wie man das richtig macht, dann muss man auch sagen, wie man es richtig macht. Und richtig wäre es nur erst ab Plagaminka, weil davor es ist wertlos. Okay. Jetzt, und die letzte Sache, die wir besprechen, weil dieser Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Die Frauen nehmen Schabbat an mit den Ketten zu und die Männer nicht. Deswegen gibt es auch Unterschiede, wie man zündet. Ein Mann sollte ein Streichholz anzünden, eine Bracha sagen und dann Kerzen anzünden. Genauso wie bei allen anderen Mitzvot, bei Hanukkah oder alle anderen Mitzvot. Man sagt erst die Bracha und dann macht die Mitzvah. Bei Frauen, wie wir wissen, ist es ein bisschen anders. Sie zünden erstmal an, dann schließen sie die Augen und sagen erst dann die Bracha. Und das ist nur, weil da die Schabbat mit den Kerzen anzünden annimmt, ja, wenn die Bracha sagt, nach gewissen Meinungen ist für sie schon Schabbat angefangen. Deswegen zünden sie zuerst die Kerzen und dann sagen sie die Bracha. Und mit der Bracha ist offiziell nimmt sie Schabbat an. Warum schließen die Frauen Augen? Ja? Das ist so ein Brauch, dass man die damit zeigen wollen, dass bis ich darauf Bracha gesagt habe, bis ich Schabbat angefangen habe, benutze ich diese Kerzen nicht. Sie sind nur für Schabbat, damit man sieht, dass es für Schabbat ist, nicht einfach so. Ja? Es ist auch gut und wichtig, weil wir haben gesagt, der Mitzvah von Neiros, hat Lokas Neiros, es ist für ganzes Haus. Überall. Korridor, Badezimmer, Küche, überall. Iker Mitzvah, Hauptmitzvah, worauf man auch Bracha sagt, es ist da, wo man isst. Aber zu Mitzvah gehören alle Zimmer, da, wo man Beleuchtung braucht. Deswegen, der Mann zündet erstmal, zündet man Streichholz, zündet die Kerzen, sagt darauf Bracha, zündet die Kerzen, dann kann er gehen und alle anderen Räume Licht anzünden und hier haben er erfüllt damit auch eine Mitzvah. Er bereitet die Zimmer, er bereitet das Haus für Schabbat vor. Für eine Frau wäre es umgekehrt. Sie sollte erstmal in alle Zimmer, wo das Licht gebraucht wird, Licht anzünden, im Sinne, dass sie das für Schabbat macht. Dann kommen sie zu Ketten, die bei dem Tisch stehen, zündet sie an, schließt die Augen und dann sagt die Bracha. Was ist, wenn das Licht schon in anderen Zimmer davor angeschaltet wurde? Es brennt schon das Licht. Es ist immer noch gut und empfohlen, Licht auszuschalten und wieder anschalten, weil als er morgens angeschaltet wurde, war das nicht mit dem Absicht für Schabbat zu machen. Das war sozusagen keine Mitzwa. Und es ist empfohlen, zum Beispiel, man geht zum Badezimmer, man macht das aus, man macht das wieder an mit der Kavana, mit dem Absicht, dass man das für Schabbat macht. Wie geht man damit um, wenn nach dem Anzünden versehentlich das brennende Streichholz auf den Holzboden fällt? Sehr gute Frage. Ja? Es gibt einen Brauch, auch er hat mit all dieser Problematik zu tun, wann genau die Frauen Schabbat annehmen, dass die Streichholz nicht auslöschen dürfen. Weil wenn man sagt, dass sie Schabbat angenommen hat, dann hat sie Schabbat schon angenommen. Ja? Was macht sie dann, wenn das Streichholz aus Versehen auf den Boden gefallen ist? Wenn jemand noch zu Hause präsent ist, wenn da noch jemand gibt, das ist gar kein Problem. Sie sagt zum Mann, schau mal, was passiert ist, komm, helfe mir. Ja? Und sie kann das auch zu einem Kind sagen. Wenn sie aber allein ist, ist das ein richtiges Problem. Ja? Für sie hat Schabbat quasi schon angefangen und das brennt jetzt. Ja? Man muss wissen, es ist jetzt umstritten, ob man die Streichholz auslöschen darf oder nicht. Manche erlauben das und sagen, bis man das auslöscht, fängt Schabbat immer noch nicht an. Ja? Wir machen das nicht wie Hatila, aber es ist nicht so andeutig, dass sie das nicht, überhaupt nicht darf. Nummer eins. Nummer zwei, wenn es eine Gefahr besteht, dass ein Feuer anfangen wird, darf man es indirekt auslöschen. Also man sollte immer noch auf die Streichholz kein Wasser gießen, man kann aber rum um die brennende Streichholz ein bisschen Wasser machen, beziehungsweise einen nassen Tuch legen, damit es ausgelöscht wird. Aber es hängt natürlich davon ab, worauf die Streichholz gefallen, aber wenn es auf ganz einfachen Boden fällt,
dann wird es nicht lange brennen. Ja? Weil es kann da kein genug Luft gibt. Es wird natürlich hochwahrscheinlich ein Fleck lassen, was auch nicht angenehm ist, aber das passiert so schnell, dass man wahrscheinlich nicht reagieren kann. Also die beste Lösung, jemanden zu fragen, wenn jemand zu Hause noch ist. Wenn nicht, dann einfach Boden rum um das Streichholz nass machen. Wenn das auch nicht gehen sollte, beziehungsweise man hat besorgt, dass man kein genug hat, einfach auslöschen. Weil es eben umstritten, ob sie das machen darf. Und ganz offiziell, der Oreis ist Schabbat immer noch nicht angefangen, weil die das alles vor Sonnenuntergang, beziehungsweise viel früher als Sonnenuntergang machen. Für die Schabbat ist nur der Rabbanan sozusagen, ein rabbinischer Schabbat immer noch. Und da es eine Gefahr besteht, dann dürfte sie als letzte Lösung, wenn nicht anders geht, auch einfach direkt auslöschen. Okay, wir haben nicht alles geschafft, was wir wollten. Es gibt viel mehr, was man besprechen kann um Erev Shabbat. Vielleicht nächste Woche gehen wir weiter mit Kiddush und so und andere Gesetze, die mit Kiddush und Ruhm Kiddush zu tun haben. Wenn man Fragen hat, dann kann man einfach Fragen an mich bzw. an Organisatoren von dem Schuur senden, damit wir sie nächstes Mal besprechen könnten. Ich entschuldige mich nochmal, dass für irgendwelche Unklarheiten und Unangenehmigkeiten von der technischen Seite. Hoffentlich wird das nächstes Mal besser funktionieren. Tschüss. Vielen Dank, war sehr interessant, Herr Rabbiner.